So, Freunde, neues Runde, neues Glück. Mit dabei ist der Hex47 Gaming. Grüß Gott. Und ja, wir beide stürzen uns wieder ins Getümmel. Diesmal sind wir District 6. Und Marco, hinter uns ist der Wald, ne? Ja. Scheiße, ich habe nur das Backpack auf den geöffnet, nicht die Truhe. Hinter uns ist der Wald. Ja, wo bist du? Ja, schau, schon. Weg. Bist oben? Ja, ich bin schon weg. Okay, denk dran, Marco und ich springen nicht. Ja, ja, stimmt. District 6, da kann man schneller laufen, wenn man nicht springt, ist man noch schneller. Ja. Nimm die Kiste links, ja, genau. Ich geh mal zum Flugzeug. Ja, ich habe gerade das Flugzeug verloren, das gibt's doch nicht. Ah, da. Ach, scheiße. Flugzeug sind gute Sachen. Ich kann dir eine Hose geben. Nee, brauche ich nicht. Kettenhose. Ich geh mal runter ins Geheimversteck. Ja. Alter, wir steigen selbst die Leitern auf und runter schnell. Wir können uns am besten trennen und sind mal effektiver, weil wenn ein Gegner kommt, können wir eh wegrennen, also ist das egal. Ich geh zur Scheune. Was, du willst jetzt trennen? Ja, ist ja egal, weil wir sind so schnell, wir können eh abhauen, wenn irgendeiner uns angreift. Ich weiß nicht, Marco, ich weiß nicht. Das Ding ist der, wir haben noch nicht mal eine Waffe. Ich hab ne Steinschwert. Ja, ich nicht. Greif einen an. Ich hab einen getötet. Komm mal in Richtung Scheune, weil ich könnte auch gut ein Schwert gebrauchen oder eine Waffe einfach. Ja, ja, ich bin schon bei der Scheune. Das weiß ich. Ich glaub, die bekommt der Geschwindigkeits. Ich bin auf Speed. Das ist so gut. Ich bin auf Speed! Du bist ja ein bisschen zu siegessicher. Ja, wenn man auf Speed ist. Okay, ich habe jetzt auch eine Waffe, sehr schön. Große Scheune, ich gehe mal da hoch. Wo war noch bei der großen Scheune die Kiste? Dach. Nur auf dem Dach? Ja. Und hinter einem Strohballen. Hinter einem Strohballen. Hast du den Traktor schon geguckt? Da ist gar keine Truhe, lol. Ja, habe ich mich auch gewundert. Deine kleine Scheune warst du, ne? Boah, Jump and Run ist ein bisschen komisch. Wieso Jump and Run? Hä? Du musst einfach nur da vom Zauntor auf den Blätter springen und dann hochklettern. Ja. Bist du unten? Marco, ja, ich bin unten. Sag mal, du hast es komplizierter als es ist. Ja, ich bin bei der Scheune, beim Trecker. Marco, du musst einfach links entlang und dann darüber springen, das war's. Ja, ich bin beim Trecker. Ja. Ja, komm zum Trecker, ich kann dir die Sachen geben. Du bist ja gut ausgestattet, ich kann ja nur hier das hier geben. Oder Schuhe? Ich kann dir nur Schuhe geben. Hast du Helm? Ja. Ich hab selber Helm. Hab ich gerade angezogen. So. Marco? Ups. Happy Birthday to you. Gut, dann lass mal eben kurz an der Seite gucken gehen. Da ist jemand, Marco. Der guckt gerade die Truhe nach. Treffen an. Und der hat Steinschwert. Batman! Alter, hat er mir viel abgezogen. Marco! Da kommt noch einer! Ja, ich muss wegrennen, ich habe keine Energie mehr. Ich muss auch wegrennen, oder? Es geht. Renn Richtung Scheune. Habe ich getötet. Gut, ich komme mal wieder zurück. Der hat einen Diamant. Und drei Eisen. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, alter Falter, ich bin fast drauf. Hast du einen guten Helm? Eisenhelm hast du, ne? Ja. Ich habe auch ein Steinschwert. Ich auch. Ich bin gerade ordentlich am Recken. Ich habe nur noch 4,5 Herzen. Wo bist du? Ich bin, geh auf Flughafen, glaube ich. Oder? Ich bin da, wo wir eben waren. Da ist sie dich. Ach so, gut. Ich weiß nicht, ob Flughafen so sicher ist. Ich würde eher dafür vorschlagen, dass wir. Ja, aber wir sind schnell. Da ist eh zu kommen. Wir gehen mal zum Haus, zum Rundhaus. Weißt du, wo ich meine? Ja, ja. Da können wir Eisenschwerter machen. Weil. Ich habe Sticks und genug Eisen, um mindestens eins zu machen, oder? Okay. Ich glaub schon. Na komm, dann rennen wir mal. Willst du was essen?
Oh, ich bin mal eben kurz in die Fellscheune reingegangen, um zu gucken. Fuck, ich bin runtergefallen. Jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Scheiße. Jetzt wirklich nicht? Nee, ich bin so schnell, dass ich runtergefallen bin. So, hallo. Hallo. Ja, ein Level, ich könnte zaubern. Ich auch. Na gut, dann lass uns mal erstmal drum in der Hütte gehen. Da kannst du... Wie viel Eisen hast du? Da ist jemand drin, Marco. Töten. Ach ja, ich bin stolz auf ihn. Er wird langsam erwachsen. Er wird zum Killer, besser gesagt. Marco, kannst du den Rest ihm aufheben? Nee. Ja gut, dann packe ich mal eben schnell... Habe ich Feuerzeug? Warte ich. Ist hier eine Kiste? Ja. Pack mal auch den ganzen Müll hier rein. Ich sammle mal eben den Rest ein. Kannst mal gucken, ob du genug für zwei Eisenschwerter hast, oder der hat auch ein Eisenschwert. Ich hab gerade so ein Eisenschwert. Kannst du mir auch eins machen? Warte, ich pack mal den ganzen Müll rein. Erstmal, okay, nicht Müll, sondern alles Mögliche, dann können wir aussortieren. Du hast, mein Gott, er packt deinen Diamant rein. Ey. Ja, da kannst du alles, was du brauchst, nehmen. Ich brauche eine Eisenbrustpanzer, da hätte ich schon komplette Eisenrüstung. Oh, die Schuhe, die brauche ich noch. Achso, warte mal, Marco, hier habe ich für dich. Mein Gott, das ist eine Doppeltruhe und trotzdem reicht das noch nicht ganz. Gold will ich mitnehmen, dann können wir eventuell goldene Äpfel machen, wenn man genug hat. Marco, kannst du mich mal eben ganz kurz beschützen, bitte? Ja, ich beschütze dich schon. Keine Sorge. Pfeile sind ja nicht drin. Ich hab Pfeile. Okay, weil wenn du viele hast, kannst du gerne abgeben. Ja, warte. Obwohl, die Eisensachen nehme ich mal sicherheitsweise raus, nicht, dass ein anderes irgendwie... Wie hast du nochmal die Goldäpfel gemacht? Mit Goldbarren, ne? Oder? Mit Goldbarren, ja. Außenrum Goldbarren. Komplett außenrum. Jetzt habe ich die gerade alle zu Goldnuggets gemacht. Kannst du ja umwandeln, oder nicht? Ja, aber es ist Arbeit. Brot. Mist, ich habe nur... Na, wie viel... Warte mal, schau mal eben kurz. Warum habe ich eigentlich dauerhaft Schnelligkeit? Weil das unsere Klasse ist, du? Ach so, stimmt. Ah, ich bin dumm. Hier, bitte. Danke. Ja gut, das haben wir ja schon mal. Der Rest... Ich schau mal, ob da wirklich... Da kommt einer. Der steht vor unserer Tür. Ich töte. Der ist irgendwie halt in keine Erde bei mir. Ja, bei mir auch. Ich schneide den Weg ab. Ach, warum? Ich komm hinterher. Oh, scheiße. Drei Eisenbarren... Hat er noch dir zufällig? Nein, leider nicht. Oh. Markus. In der Mitte ist einer. Töten! Peter, ey. Ich bin so stolz auf ihn. Scheiße, ich brenne. Okay. Da war auch Wasser irgendwo. Wasser. Da, Wasser. Links! Oh, da. Ah, ich bin schon ausgebrannt. Gut, erstmal eben was. Verzaubern. Warte mal. Oh, Marco, ich muss auch noch eben schnell Diaschwert machen. Dann mach Diaschwert, ich guck. Verdammt, wo sind die Sticks? Ah, da habe ich, gut. Mach schnell. Kannst du dir das Schwert verzaubern? Ja, kann ich. Verzauber mein Eisenschwert. Hä? Spiel zu Ende? Was? Ich hab gewonnen. Wie? Ja. Was das denn? Ja, anscheinend haben die sich selbst gekillt. Nein, da war doch noch einer am Leben, Marco. Ja, anscheinend hat er sich selbst gekillt. Ja, super. Und naja. Wo bleiben unsere Raketen und alles? Da waren keine Raketen. Ja, unfair, ne? Das ist alles unfair. Das ist Schibo. Wir wollen unsere Raketen, Marco. Wir müssen gefeiert werden. Erzählen. Ja, egal. Ja gut, Leute. Bis in die nächste Runde. Ciao. Ciao.